Hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge von Notruf 1 und 2 Teil 2, die dem Freiwillige Feuerwehr DLC im Singleplayer. Aber Pascal schaut zu. Moin! Hallo. Und wir haben wieder einen neuen Lehrgang zur Verfügung. Und ich würde sagen, davon machen wir den gleich mal. Okay. Und dann müssen wir dann einmal zur Wache gehen. Da sind wir. Dann gehen wir mal zum. Wie heißt der? Rainer oder so? Keine Ahnung. Einer der drei Typen. Ja. Der die Theorie immer macht. Und hören uns wieder ein bisschen Feuerwehrtheorie an. Yay. Arbeitsschutz ist wichtig. Du bist verantwortlich für die Pumpe. Hallo. Ich möchte einen. Nein, nicht einen Lehrgang wiederholen. Okay. Wir haben schon Truppmann 1, Truppmann 2, technische Hilfeleistung und Atemschutz bisher gemacht. Gut zu wissen. Ah, hallo. Am Du nächsten kommst Lehrgang. genau richtig. Ab sofort kannst du an einem neuen Lehrgang teilnehmen. Alles klar? Der hat was anderes gesagt, als da stand. Wir werden uns heute noch mal etwas genauer mit unseren Fahrzeugen beschäftigen. Anschließend wirst du dann auch eine Einweisungsfahrt auf einem unserer Fahrzeuge durchführen. Rainer wird dich dabei begleiten. Ach nee, Beginnen wir Rainer war der jedoch andere. zunächst mit dem theoretischen Teil der wohl spannendsten Aufgabe als Fahrzeugführer, der Einsatzfahrt. Da im Ernstfall jede Sekunde zählt, ist es wichtig, den Einsatzort so schnell wie möglich zu erreichen. Dabei dürfen aber weder du und deine Kameraden noch das Einsatzfahrzeug oder gar andere Verkehrsteilnehmer zu Schaden kommen. Trotz unserer Aufgabe und der Größe unserer Einsatzfahrzeuge müssen auch wir uns an die Straßenverkehrsordnung halten. Lediglich im Ernstfall, wenn es dringend notwendig ist, dürfen wir von Sonderrechten Gebrauch machen. Diese erlauben es uns unter anderem, die zulässige Höchstgeschwindigkeit zu überschreiten, sowie Vorfahrtsregeln und Ampeln zu missachten. Außerdem gelten zum Beispiel Überhol- und Durchfahrverbote für uns nicht. Wenn wir von diesen Sonderrechten Gebrauch machen, müssen Blaulicht und Einsatzhorn zwingend verwendet werden, um andere Verkehrsteilnehmer darauf aufmerksam zu machen und zu warnen. Rechtlich sind andere Verkehrsteilnehmer zwar verpflichtet, uns bei einer Alarmfahrt Platz zu machen und auszuweichen, darauf verlassen kann man sich jedoch nie. Gerade bei hohem Verkehrsaufkommen kommt es leider immer wieder vor, dass die Fahrbahn blockiert wird und keine Rettungsgasse gegeben ist. Achte als Fahrzeugführer daher immer auf deine Umgebung und folge trotz des Zeitdrucks immer dem Grundsatz Sicherheit vor Schnelligkeit. Sollte es dennoch zu einem Unfall mit einem Einsatzfahrzeug kommen, musst du unverzüglich anhalten, Hilfe leisten und die Polizei alarmieren. Es obliegt dann deinem Gruppenführer zu entscheiden, wie weiterverfahren wird. Machen wir mit den Aufgaben am Einsatzort weiter. Beim Eintreffen erfolgt die sogenannte Ordnung des Raumes durch den Gruppenführer. Die Dieser nennt das entscheidet kennen wir. anhand der Begebenheiten vor Ort, wo welches Fahrzeug abgestellt wird. Anschließend ist es die Aufgabe des Maschinisten, das abgestellte Fahrzeug im Straßenverkehr zu sichern. Dies erfolgt über die Lichtanlage und bedeutet im Klartext Blaulicht, Fahrlicht und Warnblinkanlage an. Während des Einsatzes kümmert sich der Maschinist um alles, was sein Fahrzeug direkt betrifft. Dies beinhaltet vor allem die Bedienung der eingebauten Aggregate, wie der Pumpe, aber auch bei der Entnahme von Geräten und beim Aufbau der Löschwasserversorgung packt der Maschinist mit an. Die Pumpe wird dir Rainer später im praktischen Teil im Detail zeigen. Zuvor müssen wir noch ein paar Fakten zu unseren Fahrzeugen durchgehen. Fangen wir mit dem HLF an. Unser HLF-20 verfügt über einen 600-Liter-Wassertank und bietet genug Sitzplätze für eine ganze Gruppe. Bei voller Beladung wiegt es in etwa 16 Tonnen. Die Ausrüstung ist für Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung gleichermaßen ausgelegt. Daher rückt es bei all unseren Einsätzen aus. Besonders zu erwähnen sind die verladenen schweren hydraulischen Geräte sowie ein Schnellangriff und eine Schlauchhaspel mit Standrohr und Hydrantenschlüssel. Ein weiteres Fahrzeug unseres Fuhrparks ist das TLF 3000. Es hat eine Truppbesatzung und wiegt beladen in etwa 14 Tonnen. Der eingebaute Löschwassertank hat, wie der Name schon verrät, ein Fassungsvermögen von 3000 Litern. Zudem hat es viele technische Geräte und einen zusätzlichen Schnellangriff dabei. Da die Einsatzmöglichkeiten durch die kleine Besatzung beschränkt sind, rückt es meist als Unterstützung des HLF aus. So, ich denke, es wird Zeit, dass du auf dem Fahrersitz landest. Zieh dir deine Ausrüstung an und dann wird Rainer dich auf dem TLF einweisen. Sehr gut, wieder Ja. was gelernt.
Und wie viel Inhalt so ein Halef hatte, das wusste ich auch gar nicht. Aber 600 Liter, gut zu wissen. Aber es ist tatsächlich echt nicht viel. Also, da ohne der Stromversorgung vorzugehen, das hält nicht lange an. Dann bist du wahrscheinlich nach Was ist. wenigsten Minuten komplett durch. Was hat so ein Schlauch für ein So, Durchsatzvermögen? Was ist dein im Kopf? normales Auto Keine reicht dir Ahnung. nicht mehr. Jetzt willst du auch mal die großen Fahrzeuge fahren, hä? Na gut, dann setz dich schon mal auf den Fahrersitz. Kannst du mal googeln nebenbei. Das Grundprinzip bleibt das gleiche. Motor starten, Gas geben und Hindernissen auf dem Weg ausweichen. Aber ein Feuerwehrauto hat natürlich auch einige Sonderfunktionen. Die gehen wir jetzt gemeinsam durch. Starte mal den Motor. Was machen wir mit M? Über der Windschutzscheibe findest du die Knöpfe der Signalsteuerung. Mit denen kannst du verschiedene Beleuchtungs- und Warnsignale ein- und ausschalten. Unter anderem findest du hier einen Knopf für die Scheinwerfer und die Umgebungsbeleuchtung, um am Einsatzort für genug Licht zum Arbeiten zu sorgen. Und natürlich auch das, was auf keinem Feuerwehrauto fehlen darf: Knöpfe für das Blaulicht und das Martinshorn. Schalte doch mal das Blaulicht ein. Denk dran, dass der Motor dafür laufen muss. Hier sind Perfekt. die Dann Scheinwerfer. wollen wir doch mal sehen, was du drauf hast. Heinz hatte Zweifel, dass du das Zeug für so große Fahrzeuge hast. Daher hat er mit einigen Leitkegeln einen kleinen Parcours hier auf dem Hof aufgebaut, durch den du fahren sollst, um zur Straße zu kommen. Versuch mal, bis zur Ausfahrt zu kommen, ohne ein Hütchen zu streifen. Das Blaulicht kannst du wieder ausschalten. Ich habe mit Heinz gewettet, dass du beim Rausfahren nicht ein Hütchen triffst. Enttäusch mich nicht. Schließen wir schon Wetten über dich ab. Also, wenn ich keins treffen soll, dann fahre ich lieber Außenperspektive, bin ich ehrlich. Ja. Ein normales C-Strahlrohr hat bei 5 Bar einen Durchlass von 100 Liter pro Minute ohne Mundstück, nee, mit Mundstück und ohne Mundstück 200 Liter pro Minute. Wenn man jetzt ein B-Strahlrohr nimmt, also einen B-Schlauch anschließt, eins, das haben wir aber hier in dem Spiel nicht, dann sind es sogar 400 Liter pro Minute mit Mundstück bei 5 Bar und ohne 800 Liter pro Minute. In anderen Worten, 600 Liter reichen für gar nichts. Also 200 Liter pro Minute sind bis immer nach 3 Minuten leer. Na, hast du mal eine Viertelstunde mit den 3000? Heinz wird bestimmt Jo. diskutieren, wer gewonnen hat. Mal sehen, wie das ausgeht. Aber fürs erste Mal war das super. Damit können wir uns in den Straßenverkehr wagen. Ich habe im Navi einen Zielort eingegeben. Fahr uns mal dahin. Ach, wenn der Führerschein auch so einfach wäre, ey. Ja. Durch ein paar Hütchen fahren und fertig. Ja, theoretisch musst du vorher schon, ich weiß nicht, was brauchen wir für ein Feuerwehrfahrzeug. Ja, wahrscheinlich brauchst du schon LKW, einen ja. vollen LK, Ja. vollen LKW-Führerschein. Was hat er vorhin gesagt? Also, 7 Tonnen oder so? dann kann es auch der kleine sein, weil der Oder was? 13? B16 Tonnen meinte er. Ja, okay, na, Ja, dann 16. es gibt auch einen kleinen LKW-Führerschein bis 7,5 Tonnen. Den gibt es ja auch. Aber nee, dann brauchst du schon den vollen LKW-Führerschein. Warum durfte der da fahren, aber wir nicht? Diese scheiß Ampel, ich glaube, die wird nie grün. Warte ich. Ach komm, die roten Ampeln hier in dem Spiel. Die Ampeln hier im Spiel sind nicht darauf ausgelegt, dass man wartet, bis sie grün werden. Genauso wie im Bausimulator. Ja. Ja. Ich würde Das sagen, du Navi kannst benutzen Auto wir auch fahren. bei Einsatzfahrten. Es berechnet Ach. immer den kürzesten Weg zum Einsatzort. Da jede Minute im Einsatz zählt, dürfen wir uns auf keinen Fall verfahren und gehen daher auf Nummer sicher. Solltest du mal eine Abbiegung verpassen, keine Panik. Das Navi berechnet dann die Route neu. Ist halt Navi, ne? Ja. Ich weiß auch nicht. Wir Ich brauchten glaube, jedes noch. Wald- und Wiesn-Navi Kannst du dir funktioniert ein paar so. Dinge zu Einsatzfahrten merken. Sicherheit hat oberste Priorität. Wir können zwar Sonderrechte auf dem Weg zum Einsatz in Anspruch nehmen, aber gleichzeitig unterliegen wir einer gesteigerten Sorgfaltspflicht. Wir gefährden niemals andere Verkehrsteilnehmer oder schädigen diese. Es ist keinem geholfen, wenn wir auf dem Weg zu einem Unfall einen neuen Unfall bauen. Gerade an unübersichtlichen Kreuzungen gilt daher auch mit Sonderrechten langsam und vorausschauend fahren. So, da haben wir unser Ziel erreicht.
Das war doch nicht schlecht für deine erste Fahrt. Wenn du ein Fahrzeug am Einsatzort abstellst, ist es deine Verantwortung als Maschinist, es durch die Lichtanlage gegen den Verkehr abzusichern. Drück hierzu einmal auf den Einsatzstellen-Modus-Knopf. Als Maschinist bedienst du im Einsatz vor allem die Pumpe. Um dir zu zeigen, wie die funktioniert, bauen wir zuerst eine Wasserversorgung auf. Bei dieser Gelegenheit können wir auch gleich den Tank wieder auffüllen. Los geht's! Hast du schon Licht angemacht? Ja. Habe ich schon gemacht, okay. Bevor er es gesagt hat, deshalb. Ja. Genau das Richtige gegriffen. Unsere Pumpe ist eine Löschkreiselpumpe. Im Inneren befindet sich ein Rad, welches schnell rotiert und das Wasser mit Hilfe von Schaufeln in den Leitapparat schleudert. Die Rotationsgeschwindigkeit des Rads bestimmt so den Druck, mit dem das Wasser durch die Pumpe zu den Stahlrohren gefördert wird. Im Einsatz muss der Wasserdruck immer so hoch sein, dass genug Löschwasser am anderen Ende der Schlauchleitung ankommt. Sonst können deine Kameraden den Brand nicht löschen. Die Steuerung geht ganz einfach per Knopfdruck. Für dich sind erstmal drei Knöpfe an der Pumpe wichtig. Pumpe ein- bzw. ausschalten, Drehzahl erhöhen und Drehzahl absenken. Den aktuellen Druck kannst du über die Anzeige direkt daneben im Auge behalten. Daneben befindet sich außerdem die Anzeige für den Füllstand des Tanks. So, dann trau dich mal ran. Schalt die Pumpe ein und mach dich damit vertraut. Ziel ist es, den Tank wieder aufzufüllen. Denk dran, der Motor muss laufen, damit die Pumpe funktioniert. So. Irgendwie ist die Perspektive ein bisschen blöd. So, besser. Und jetzt haben wir... Da schaut die Pumpe ein. Und dann können wir jetzt... die Drehzahl erhöhen. Jetzt haben wir 5 Bau. Jetzt haben wir schon ein bisschen mehr Bau. Und die Werte, die ich vorhin gesagt habe, waren für 5 Bau. Ja, aber 15 ist auch nicht schlecht. Wir können ein bisschen runterdrehen, ich weiß nicht. Ob sich der Tank schneller auffüllt, wenn wir den Druck hochdrehen. Keine Ahnung. Wir hatten immerhin 3000 Liter, ne? Ach, dass die Perspektive manchmal so komisch ist. Ist das hier 3/4? Tankfülldruck? Ja, der war dann zur Hälfte voll. Wir laden gerade 1500 Liter ein. Das ja. Wow. Da ist ein bisschen Wasser. Abiesel. Tankfülldruck maximal 4 Bar. Bei 5 Bar. Ja. Stimmt, weil da ist die 8. Ne, ist die 6. 5, okay. Hm. Maximal 4 Bar steht drüber. So, das muss erstmal genügen. Lass uns zusammenpacken und dann geht's zurück zur Wache. Haben wir gerade das gleiche Gerätefach geschlossen? Dann wollen wir mal. Das Navi hat die Adresse der Feuerwache eingespeichert. Damit solltest du uns ohne Probleme wieder nach Hause fahren können. Wofür ist der rote Knopf dort eigentlich? Wer es wisst, schreibt es in die Kommentare. Ich überleg gerade. Wir sind, während wir freiwillig gefahren sind, noch nie bei der Berufsfeuerwehr vorbeigekommen, ne? Nö, kennst du die rote? Ach, Scheiße. Nee, ja. Aber die ist ja hier drin irgendwo, ne? Naja, das ist dieselbe Map. Was man daran erkennt auch, dass wir schon teilweise dieselben Einsätze hatten. Ich wollte gerade sagen, da ist die Hürde. Rückwärts einparken. Aber das schaffst du schon. Und er macht's von innen über die Spiegel. Einfach der Profi. Ich muss nicht mal manövrieren. Ich hab die. Das einmal rumfahren einfach so gut hinbekommen. Meld dich zum Abschluss wie immer im Okay, ja, am Ende habe ich ein bisschen reingelenkt. Ist ein bisschen schräg, aber. Bis zum nächsten Mal. Dann bringen wir jetzt die Einsatzkleidung weg.
Und Na. dann haben wir es auch geschafft. Nee, der Schulungsleiter ist das. Der hat Ja. keinen Namen, der ist Schulungsleiter. Der Herr Schulungsleiter. Ja, Wie ich Schulungsleiter. sehe, hat dich Heinz auch durch die Hütchen fahren lassen. Er schließt immer Wetten darüber ab. Dabei hat er es selbst noch nie ohne Fehler geschafft. Aber du hast dich gut geschlagen. Ich denke, wir können uns auf dich als Maschinist verlassen. Du wirst ab jetzt in der Lage sein, selbst mit dem Fahrzeug zum Einsatz zu fahren. Bitte beachte die Regeln zu den Sonderrechten und bleib auch dann immer wachsam. Es freut mich zu sehen, wie du dich reinhängst. Weiter so. Bis zum nächsten Lehrgang. Ew. Oh, haben wir das? Ah, hallo. Du bist noch nicht bereit für den nächsten Lehrgang. Ist sonst noch was? Menno. Muss ich jetzt hier noch Hey. Hause fahren Jetzt einfach nach und. Hause fahren und dann gibt es noch mal ein paar Einsätze und dann dürfen wir auch den letzten Lehrgang machen. Achtung, Brandschutz, Kleinflächenbrand. Einsatz für KLF-1, Osterfeld. So, als Maschinist natürlich unterwegs. Und als erster da. Naja, Ich woran das wohl hab sonst liegt? keine Arbeit. Ja. Macht den ganzen Tag nichts, außer auf Hobbylos. Wagenseinsätze kommen. Das ist ein einziger Beruf. Und der war auch schnell da. Passt, als würden die hier spawnen. Was waren nochmal die Schnelltasten? Keine Ahnung. Hupe ist. Eins ist Hupe, zwei ist. Martinshorn, 3 Ist ist dieselben wie Blaulicht. Notruf 1, aber in Notruf 1 standen sie immer da. 4 ist Abendlicht, 5 ist Innenkabinenlicht. Abblendlicht, Junge. Abendlicht, ja. Keine Ahnung, was das ist, ehrlich gesagt. Nummer 6. Ah, ist auch egal. Können wir eigentlich fahren? Alle drin? Ja, es haben schon die Türen zugemacht, ne? Na dann. Eine erste Einsatzfahrt. Ja, kommt mir so vor, als hätte ich schon ein paar Mal mehr hinterm Steuer gesessen. Ist aber auch nur so eine. Ja. Aber noch nicht als Freiwilliger Feuerwehrmann. Nur in deinem vorherigen Leben als Freiwilliger Feuerwehrmann. Als Berufsfeuerwehrmann. Mehrere Anrufer melden Rauchsäule in der Nähe Rauchsäule. des Bauernhofes. Ich finde es gut, dass wir beide gleichzeitig die Idee haben, das doch dort zu lesen. Ja. Das war dumm ein Gedanke, ne? Wow. 100 in der Stadt, ey. Wenn ich mich richtig erinnere, warst du, dass du irgendwie nur 50% Geschwindigkeitsüberschreitung machen darfst. Das hat er doch bestimmt im Lehrgang gesagt. Nee, gesagt hat er das nicht. Nur, du darfst schneller fahren, aber nicht wie viel schneller. Also ich bin bei 1, also bei 50, 75, oder? Weil 70, wie es jetzt ist, was von 70 hält, 35, also 105. Ja, da brennt ein Strohballen. Ach da, lol. Sagt mir das doch einer. Okay, der ist ein Punkt auf der Karte. Ja. So, schön entspannt einparken, kann noch ein bisschen brennen. Das Ganze. Du, die So, dann da. schaust Oh, du guck mal, da meinen hinten ist ein Kollegen zu. Trecker. Ah, endlich mal eine Vertonung. Schnell, das Feuer breitet sich weiter aus. Erste Lagemeldung. Brennender Strohballen auf Feld, starke Rauchentwicklung, alarmieren nachkommen. Das heißt, TLF kommt auch noch hinterher. Läuft schon, ob nichts angeschlossen ist. Schön, dass die so nah dran stehen. Wir haben das Feuer im Griff. Ja, Nein, haben noch wir nicht. nicht. Wir werden das Feuer im Griff haben, wäre die richtige Aussage.
Guck mal, ich bin voll hilfreich hier. Oder? Nein. Ihr Pumpe, schnell pumpen! Tobi, pumpen! Ich hab doch Pumpels an! Leute. 5 Bar hast du gesagt, ne? Machen wir mal 6. Das wäre wertvoll, sonst bei 5 Bar gegeben. Kannst du natürlich auch erhöhen. Ja, ich muss es brauchen, aber ich glaube, den Druck unnötig hoch zu machen lohnt gar nicht tatsächlich, weil es einfach das Wasser nur schneller alle ist, aber es nicht viel besser wirkt wahrscheinlich. Ansonsten, wenn ihr da mehr wisst, schreibt es in die Kommentare. Natürlich. Gilt immer. Mann, ich darf nicht weiter löschen hier. Ich muss an die Pumpe gehen. Ach, was ist das Müll? Warum muss ich die ganze Zeit an der Pumpe stehen? Ich meine, das ist so das Langweiligste, was man machen kann. Ja, ich weiß nicht, ob die Maschinisten ja auch zuletzt gemacht, ne? Ist ja auch nicht so, dass ich die Drehzahl ab und zu ändern muss. Mist, alle. Ich soll die Pumpe benutzen. Ah. Jetzt soll die Drehzahl ganz hoch und wieder runterschrauben. Ja. Hat das eine Auswirkung darauf? Ja. Ich der Sprühschrei. Jetzt müssen sie näher reingehen. Das ist groß. Der pisst ihm ans Bein. Was soll das? War jetzt auch 15 Bar hoch. Ja. Ja, okay. Und du siehst, wie der Strahl rausgeschossen kommt. Das hat schon Impact, das haben sie einprogrammiert. Die Leute kriegen das wieder nicht hin ohne mich hier, was ist denn das? Nächste PA leer machen. Oh. Ach, weißt du, wenn dann richtig hier. Wo haben wir den Griff? Ja. Ah, das muss es sein. Andere Seite. Andere Seite? Ah ja. Nee, warte. Da. Leute! Da ist ein Feuer, das muss ich hier ausmachen. Kann doch nicht so schwer sein hier. Irgendwo hier ist ein Triggerpunkt. Benutze Pumpe. Benutze Pumpe. Ich benutze Pumpe. Bei Hand unter Kontrolle, eine Stelle wird weiter erkundet. So, Pumpe aus. Wir brauchen keine Pumpe. Ja, kann da immer noch sein, dass Wärmebildkamera und so. Nein, Wärmebildkamera machen sie gerade. Ja, deshalb kann ich aber die Pumpe noch nicht ausmachen. Jetzt machen Gabel, setzt das nochmal auf. Na. Gut, wie sieht bei so einem Strohbein noch an, weil da drin ist auch noch alles glühen. Stocher, Stocher, Stocher. Oh, ist das ein Inferno, ey. Als wäre da drin irgendwas explodiert. Also das Coole ist, dass der jetzt wirklich auseinandergefallen ist, der Strohballen, ne? Ja, ja. Weil so eine Mülltonne rumstaust zum Beispiel, dann brennt die einfach nur wieder. Aber hier, der Strohballen, der ist recht zusammengefallen. Ja, zu langsam. Ja, sei doch leise. Bruder! Halt's Maul. Das ist ein Problem. Das ist ein Rückwärtsfall hupen muss. Das ist irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe immer die Gangschaltung und die Hupe kurz geschlossen. Ne? Aber ich wette, hätte man einen Langtrag, aber hätte sich das wahrscheinlich sogar als Feldbrand ausdehnen können. Also ich, weil cool. Brandausdehnung gibt's ja und warum sollte es bei dem Einsatz eigentlich nicht sein, ne? What do you mean? Die 70 blinken, weil ich zu schnell bin. Er hupt immer noch. Wie geil ist das denn? Jetzt ist es plötzlich so ein heller Ton. Wum, wum, wum. Rennen. Hast du abgedrängt. Jung. Warum fährt der auf dem Porsche? Das ist bestimmt Tobi. Der Typ, der. Das ist der Typ, der.
hier der die Kegelwetten immer macht. Ja. Deshalb kann der nämlich nicht fahren. Kann er sich ein bisschen eher öffnen? Das Auto, ey! Was ist denn das? Obwohl die Bordelektronik aus ist, geht die Hupe weiter. Sehr schön. Aber gut, das soll es dann erstmal gewesen sein. Genau. No. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel noch erlebt. Einen... Wir wissen jetzt, wie man Feuerwehrautos fährt. Wir haben zugesehen, wie Leute einen Brand auf einem Feld löschen. Man sieht sich dann nur bis zum nächsten Folge, nächsten Samstag. Nee, eigentlich am nächsten Mittwoch, ne? Kommt Bausimulator wieder. Genau. Jo. Da auf dem i verlinkt, ne? Alles auf dem i verlinkt, der Bausimulator. Wichtig. Tschüss. Tschüss.